Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und die Replay Challenge Kalender Woche 16 ist im Gange. Wir sind unterwegs mit Bert187 vom Clan TWN im T25AT. Einer der, ja, am seltensten gewünschten, einer der am seltensten gespielten. Ich sehe den, glaube ich, alle 3-4 Tage, wenn ich mal spiele, auf dem Surfer. Ja, TD. Der Stufe 7. Es gibt deutlich bessere TDs auf Stufe 7. 198 Durchschlag. Muss ja erstmal ein bisschen leiser machen. Also 198 Durchschlag haben wir auf Standardmunition. Das ist arg wenig. Es ist allerdings auch die Stockgun, wenn ich das richtig sehe. Bei 105 mm, 320 Schaden. Auf Premium-Munition 245 Durchschlag bei 320 Schaden und auf HE gibt es 420er Schellen bei 53 Durchschlag. Also, Stockfahrzeug, ich glaube, das war das zweite Gefecht, was er auf dem Fahrzeug hatte, wenn ich das richtig gelesen habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich hier anstellt. Was haben wir noch zu dem Panzer zu sagen? Wir haben vorne eine angeschrägte Front, die nicht besonders viel durchlässt auf Stufe 6 und auf Stufe 7 ab Stufe 8 und da kommt auch in Stufe 9 Gefechte. Sieht es dann schon wieder anders aus. Da kommt so ziemlich jeder durch. Deswegen, ja, ist er wahrscheinlich nicht so beliebt. Ne? Da haben wir einen hübschen Stern drauf, das heißt, es ist ein amerikanisches Fabrikat. Hier werden bereits die ersten Schüsse abgelassen. Okay. Wir sind auf Paris gelandet, nochmal zum Nachtrag, in einem 8er-Gefecht mit 7x6er Unterstützung. Alle Möglichkeiten, von jedem kann er penetriert werden, oder von fast jedem kann er penetriert werden, der da rumfährt. Auch ein T-34-85, wenn er mit Premium schießt, kommt davon frontal durch. Deswegen eher ein 2-3er-Panzer. Kanone, punkto Genauigkeit, würde ich sagen, ist okay. Kommt ein KV-85, bewegt sich da zurück. Ist halt immer Geduldsspiel, ne, wenn man TD fährt. Für viele ist das nichts. Sie werden dann zu ungeduldig. Fahren dann sinnlos nach vorne. Oder aktiv nach vorne, sagt man jetzt dazu. Und lassen sich dann alles einschenken. So, T-34-85, da haben wir ihn. Treffer, 266 Schaden. Der Tiger 1 hat sich da hinter uns versteckt. Sehr interessant. Wir werden hier komplett übersehen vom WZ-111. Schießt er nicht auf uns oder was ist los? Gibt's ja nicht. Jawohl, da kommen wir durch. Sehr schlecht angewinkelt, der Chinese. Da gibt es die nächste 312er Schelle. Ja, nicht so schlecht. 312 mit einem Schuss. Hoppala. Den hat zwar nicht du rausgenommen, aber hat sich gelohnt. 888 Schaden gemacht und 689 Schaden aufgeklärt. Unten ist die Su-122, da ist der T-20. Kriegen wir da einen Schuss drauf. Einziehzeit ist okay. Es geht recht flott voran. Das Wichtigste, was so eine Kiste immer braucht, ist ein sehr guter Rückwärtsgang. Wenn man keinen Turm hat, dass man zumindest ausweichen kann, wenn der Gegner auf die Idee kommt, da in deine Richtung zu rushen. Dass man sich zumindest ein bisschen zurückziehen kann. Unterm Strich bleibt aber, dass man Hilfe braucht von außen. Wunderbar. Zu 122 prallt an der Seite ab. Mit einer 390er Schelle. Riesenglück für dich. Und dann kriegst du zumindest noch die Kette zerstört. Eine gute Nachladezeit, die Su. Können wir den hier aggressiv rausnehmen oder nicht? Theoretisch wäre hier eh ein bisschen besser. Kriegen wir einen super Schuss drauf. Hinten gibt es keine Möglichkeit, dass sich irgendeiner aufs Korn nehmen kann. Kette ist gezogen, da nehmen wir ihn auch schon raus. Da ist er 1375, 1357, ne, 75, Entschuldigung.
Dann 13,57 deutlich gefährlicher, deswegen machen wir uns jetzt wohl keine Sorgen. 2217 Schaden haben wir gemacht, wir haben 2 Kills aktuell. Wir haben 915 Schaden geblockt und 1055 Schaden aufgeklärt. Also es bleibt einiges hängen. Hätte gedacht, dass das ein bisschen weniger ist, aber sieht nicht so schlecht aus. Heavyside ist geräumt. Es steht 11-7. Mal sehen, ob wir hier noch ein bisschen was abschmatzen können. Na? Ah, wieder mit Standardmunition, obwohl du gewusst hast, dass der hier langkommt. Wäre es doch fast besser gewesen. Vielleicht HI zu laden, zumindest für den einen Schuss. Vorsicht Panther, Vorsicht Panther. Uiuiuiuiui. Abgeprallt am Panther. Mit Standardmunition. Er dürfte nicht viel Chancen haben, auch wenn er eine genaue Kanone hat. Abgeprallt an der Seite vom Panther. Nochmal eine 224er Schelle bekommen. Jetzt wäre ich vorsichtig. KV-85 würden gleich von hinten aufs Korn nehmen. Abgeprallt. Hei. Das hätte schief gehen können. Diese Aktion, und zwar so richtig schief. Aber Glück gehabt, dass er dich da falsch erwischt hat. Ja, dann holte ich halt der Progetto. Und zwar der eigene, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Gegner hat nämlich keinen mehr. Also vom eigenen Progetto rausgeklickt. Da freut man sich doch gleich. Progetto Report. Bin mir nicht sicher, ob der das absichtlich gemacht hat. Würde ich fast sagen, nein. Jetzt ist noch die Hellcat fällig. Die dürfte irgendwo links auf A1 stehen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, wo jetzt die Kamera hinwandert. Ja, da hinten. Oder auf C1, das kann natürlich auch sein. Also, 3 Kills gemacht, 2584 Schaden verabreicht, 1155 Schaden geblockt und 1055 Schaden aufgeklärt. Das ist eine ziemlich feine Runde. Dafür, dass die das Fahrzeug erst die zweite Runde in deinem Besitz ist, die Crew noch nicht die beste ist und die Kanone, ja, noch nicht die Standardkanone. Second Battle with Stock Crew, genau, Ace Tanker Spotter. Schauen wir uns gleich an. Hier auf der rechten Seite gibt es keine einzige Medaille, bisschen schade. Ein M gibt es aber auf jeden Fall dafür. Wir haben 1150 Base XP geholt. Trotz Niederlage wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden, wenn wir das Ding hier überlebt hätten. Vielen Dank an den lieben Progetto, der uns da rausgenommen hat. 15 Schüsse abgefeuert, 12 haben getroffen, 9 haben durchschlagen. Wir haben insgesamt 48.000 eingenommen, 15.000 gehen für Munition drauf, 6.000 zum Reparieren und 1.500 für Konsumgüter, bleiben 26.000 netto. 1,2 Kilometer gefahren. Eine nette Runde. Und weiß nicht, ob das jetzt Lust macht auf mehr. Ich finde den Panzer trotzdem irgendwie, ja, nicht so dolle. Aber wenn man die amerikanischen TDs fahren möchte, und die sind meiner Meinung nach ziemlich stark, macht es Sinn, den hier auf jeden Fall zu fahren. Also alles ohne Turm. Denn T95 und später dann der I3 oder I4, weiß jetzt nicht genau, haben ebenfalls keinen Turm und da kann man sich schon mal dran gewöhnen. Fahren sich ein bisschen anders als die Russen. Naja, sehr feine Runde, wenn es euch gefallen hat, Leute. Ihr wisst Bescheid, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.